Hallo Leute, hier ist der Auserwählte, der Mad Mike, wieder in Kirat, der sich jetzt erstmal wieder auf den Weg macht zum aktuellen Ziel und guckt, ob er diesmal vielleicht beim Drachenfliegen ein bisschen besser performt. Schauen wir mal, also E halten zum Einsteigen, Gas geben. Anschub. Hui, und fliegen. Nicht so schöner als fliegen hier in diesem wunderschönen Land. Irgendwann muss ich doch mal versuchen, ein Looping zu machen mit diesem Ding. Geht das eigentlich? Also wenn ich jetzt so runter ist, Neigung S. Ah ja, genau. Und jetzt nach oben ziehen. Nach oben. Nee, geht nicht. Von der Logik her. Oh, man könnte sogar jetzt mit Wingsuit weiter fliegen. Das ist ja geil. Will ich das? Ja, natürlich will ich das. Jawohl, absteigen und Wingsuit. Oh, nicht den Baum. Oh, ich lebe noch. Das ist ja die Hauptsache. Da wird schon wieder geballert. Ich will aber eigentlich gar nicht zum Geballer, sondern ich will da runter. Und das machen wir direkt hier mit Wingsuit-Kommando. Ich frage mich, ob man dann mit mehreren auch fliegen kann. Also Koop dann zwei Wingsuits nebeneinander, dass man anderen nebenher so ein bisschen filmen kann. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Gucken wir mal auch. Da ist ein bisschen Gebüsch, das ist egal. Ja, das geht noch. Das geht auch noch. Da ist ein Ast. Das geht auch noch. Jetzt wäre es ganz gut, auch den Fallschirm zu ziehen. Au. Die Landungen sind aber nicht jetzt wirklich so. Au. Ach Mann. Und dieses kurze Stück runtergefallen und direkt mal wieder Schaden bekommen. So, jetzt sind wir schon ein Stückchen weiter näher. Ich habe ein paar mehr Waffen mittlerweile dabei. Das heißt, prinzipiell könnten wir mal gucken. Haha, Flammenwerfer, nee. Granatwerfer, nein. Die da. Wie sieht es denn hinten aus? Momentan eigentlich ganz gut. Alles klar. Na dann. Also das Gequietsch ist aber auch ganz nervig. Oh. Kurz mal durchsuchen. Ablegen, nein, ablegen. Oh, das brennt, da bin ich weg. Das ist nicht gut. So, M-Fähigkeiten? Was, wie? Habe ich noch nicht Fähigkeiten schon wieder angesammelt? Da steht jetzt nicht wirklich 8, oder? Ich habe nicht 8 Fähigkeiten mittlerweile, die ich nicht ausgegeben habe. Heilige Macaroni. Ja, die leichenschwere MG, ja, können wir jetzt bewegt werden, ist mir egal. Das ist von Tod von oben. Das ist alles irgendwie doof. Doof. Hm. Ich will keine Spritzen herstellen. Ich bin doch kein Doktor, Mann. Teilweise gelehrte Gesundheitsfelder regenerieren sich viel schneller. Ja, okay, hier Heilspritze. Jawohl. So. Man muss halt noch welche freibatteln hier. Beende eine bewaffnete Eskortenaufgabe. Oh, da muss man Sachen freischalten, Mann. Boah, Leute, zwei Glocken der Erleuchtung. Ey, ist halt echt doof. Ganz ehrlich. Was ist das denn hier? Du hattest weniger Schaden beim Fallen. Ja, das ist wichtig bei mir. Folgende Fähigkeit wird durch Berge versetzen. Also das hier. Berge versetzen. Was macht das eigentlich? Achso, ja, das Berge versetzen. Klar. Berge versetzen. Natürlich. So, einen Punkt haben wir noch. Den behalten wir uns erstmal vor. Und jetzt rennen wir weiter. Ich schwimme jetzt hier einfach mal kurz durch. Dum-di-dum. Nur nicht unter das Wasser. Das könnte knicken. Aua. Weil mich gerade schon was gebissen hat. Ich will gar nicht wissen, was mich gebissen hat. Ist mir ganz egal. Irgendwas Fischiges. Es stinkt doch. Fisch stinkt. Dein Fisch stinkt. Mein Fisch ist frisch. Kommt demnächst im Übrigen wieder im Kino. Ein neuer Asterix. Mit Animation diesmal. Freue ich mich drauf. 3D-Animation. Stehe ich voll drauf. Vor allem, sie haben wirklich den... sie haben wirklich den Spirit der damaligen Animation wieder eingefangen. Und ich weiß nicht, die Kamera ist okay. Ich weiß nicht, ob... ob ihr Asterix und Obelix-Fans seid, ich bin's auf jeden Fall und ich freue mich drauf. Und solange sie den Spirit einfangen, können sie es gerne auch animationstechnisch machen oder real, das ist mir relativ wurscht. Ach, Jäger haben wir hier. Ja. Ich bin auch ein Jäger. Kennst du schon den? Da war noch einer nebendran. Gerade eben zumindest noch. Ich schleiche mich noch ein bisschen hier durch die Gegend. Ich bin der Schatten, der die Nacht durchschleicht hier. Die Rübe brauchst du nicht mehr, ne? So. Komme ich hier denn einigermaßen geschickt runter, ohne dass mich noch jemand sieht? Ich meine, wer trägt denn bitte rot mitten im Dschungel, mal ganz ehrlich? Alter Schwede, ey.
keine Fahrhilfe, während man Fallschirm springt. Auch gut, gut zu wissen. So. Ich wollte eigentlich nicht schneiden, ich wollte ihn durchsuchen, Mann. Nichts kann ich richtig. Kleine Schnapsflasche, perfekt für den kleinen Umtrunk nebenher. So, ich muss hier rein, richtig? Richtig. So. Kopfschuss. Da war es nicht mal richtig dunkel. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das war aber auch nur ein Stein. So. Das Problem ist, ich habe jetzt relativ lange Zeit schon wieder hier Dying Light gespielt. Und bei Dying Light sind die Tasten natürlich anders und dementsprechend... Hier, spielt damit. Gut, sehr gut, sehr gut. Kurz gucken, bevor ich irgendwas rumdrehe, weil ich soll noch zwei Dinger hier drehen. Wie praktisch, wir haben hier was zu drehen. Und Kisten, ganz viele Kisten. Dass man hier mit E öffnen muss, ist so ein, ich weiß auch nicht, so ein Unding. So, nochmal am Arsch rumtatschen, hervorragend. Granaten haben wir auch wieder gefunden. Bisschen Kohle auch. Hat das alles ein bisschen gedauert, warum auch immer. Und da oben kann man klettern, anscheinend. Warum kann man da klettern? Ich glaube, ich weiß warum. Weil es da runter geht. So. Ja, weil es da runter geht. Na toll. Ganz lecker. Hier ist dunkel, hier ist nass, hier ist eklig und hier ist kalt. Ich werde nicht tauchen. Das kannst du knicken. Ich werde nicht tauchen. Klettern ist okay. Ich da hochkommen. Ah ja, okay, ich muss klettern, alles klar. Das ist klettern ist okay. Na komm. Was sonst immer? Ist doof, warte mal. Steuerung ist lösen. Muss ich erst diesen kleinen hier vielleicht hoch? Irgendwie? Ja, nicht schießen. Ich bin da nicht ganz doof. Space war immer bis jetzt klettern, oder nicht? Oder Shift? War Shift klettern? Steuerung mal lösen. Verdammt. Ich kann nicht mehr klettern. Bin zu doof. Linke Maustaste. Ah, oh, Mann. Derp, 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 derp. Sag ja, längere Zeit spielen schon, vergisst man wieder die Funktionsweise. Deswegen ist es doch besser, wenn man regelmäßig das Spiel doch wieder anfasst. Ich mache immer mehrere Aufnahmen, wie es gehört. Aber ich publiziere nicht immer alle gleich. Und dementsprechend vergesse ich halt irgendwann mal wieder, wie es geht. Och nö. Ui, das war aber knapp. Das war knapp. Hoch, 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 hoch. Eieieiei. Fackeln im Sturm, sag ich nur. Geht's weiter? Muss da hoch. Okay, das war ja der Haken in der ganzen Geschichte. Okay, jetzt gucken wir mal ein bisschen vorsichtig um. Also die gute Dame möchte, dass ich gerne da irgendwie hochkomme. Aber ich sehe jetzt hier... Ah, da ist der Haken. Da kommen wir hoch. Hervorragend. Kann ich hier drüber latschen. Wahrscheinlich muss ich mich irgendwie wie Indiana Jones... Es gibt irgendwie den nächsten neuen Indiana Jones, wie es aussieht. Zumindest gerüchtet küchentechnisch. Sehr gut, hier kommen wir nicht rein, aber wir kommen hier rüber. Ja, das ist gut. Verpiss dich, du Affe. So. Direkt mal das Fell mitnehmen vom Affen. So, nachladen nochmal. Geht nochmal, sehr schön. Wir nehmen Molotov-Cocktail und nehmen am besten die Sniper. Es wird noch einen Indiana Jones geben. Ich weiß nicht, wie sein Name nochmal war, aber er macht zumindest so schon mal ganz gute Anstalten. Okay, Flammenwerfer rausgenommen. Ein Gebetssaal. Mit Büchern. Okay. Jetzt haben wir alles ein. Kann ja nur helfen. Pfeile brauche ich nicht. Kohle habe ich auch genug. Und das, was wir wollen, habe ich jetzt auch. Lass mich raten. Was ist das denn? Teppich? Tapestry? Wandteppich quasi? Shangri-La. Wer viel redet, der muss auch viel trinken. Wer viel trinkt, muss viel auf die Toilette. Das ist der Nachteil der ganzen Geschichte.
Oh, ich habe Bemalungen am Arm. Es ist schön, dass man sich mal so ein bisschen selber sieht. Und ich bin wieder ganz weit oben im Schnee. Ach, ich bin jetzt irgendwo hier wieder. Oh, na super. Ich war am Ziel. Ich wollte mich jetzt einfach noch runterstutzen. Ja, toll. Hambala, hambala, juhu! Das sah nicht gesund aus. Er wählte einen anderen. Oh, hübsch. Aufgabe. Eieiei. Also durch einen blutigen, seltsamen Strudel von Fischen zu schwimmen, ist bestimmt auch nicht unbedingt gesund. Wie viel Drogen hat der Mann genommen? Voll der Trip, ey. Schön ist, man kann eben ja reden, weil ihr lest ja. Dementsprechend, ich muss auch mitlesen. Dementsprechend, weil er das Sklave natürlich jetzt in der Sprache macht, die wir nicht verstehen. Okay, jetzt wäre so ein Gebetsschrein. Der interessiert uns jetzt weniger. Da hinten ist ein Hirsch. Hey, warte. Hirsche sind eigentlich ein gutes Zeichen. Kann ich eigentlich abkürzen? Warum laufe ich eigentlich die ganze Zeit über den Weg? Schick. Es hat schon was. Das, oh, ein verletzter Tiger. Du Armer. Oh, I'm so sorry. Gib mir das Schwert. Ich werde dich rächen, Tiger. Oh, viele Wunden. I'm tripping. Definitiv LSD, Kokain. Den Kopf zu sehr auf irgendwelche Mauern oder auf welche Felsen geprallt, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hab ich jetzt schon mal einen Dolch, ist ja nicht schlecht. Kann ich mich also schon mal wehren. Das sieht doch danach aus, als wäre das gleich notwendig wäre. Gegen was ist die Frage? Gegen was würde sie sich verteidigen? Wir werden es gleich rausfinden. Und er hüpft. Ach, gegen irgendwelche blauen Geister. Hey, wo ist er hin? Shaitanon ne Shangri-La par akraman kiya. Is dharti ki nahi, saaf man ki nahi. Koi khud ya koi cheez apne liye Shangri-La ko churana chahti thi. Vielleicht unser schöner, netter, verrückter, wie heißt er, vielleicht Kim Jong-Un, wie ich ihn immer so gerne nenne? Hallo Dämon. Hallo Tiger. Nam 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 nam. Hoch, hoch, hoch. Ich will dir helfen, ich will dir nichts tun. Oh, so ein schöner weißer Tiger. Ke muh se laut aaya. Meri zindagi bachane ke liye nahi, balki ek sahyogi bane ke liye. So, Shangri-La, der Tiger. Ziele auf einen Gegner und drücke mittlere Maustaste, um das Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann für diese unsichtbar. Cool. Wer bist du? Suchende gefunden. Lustige Haare. Was für ein Baum? So, Tigerchen, Tufta. Schön ist, dann muss ich mir die Finger nicht schmutzig machen. Also hier so auf Schleichmodus gehen, Schleichfahrt. Und gucken. Das sind zwei, das ist nicht so gut. Gehen wir da lang. Komm, wir müssen eh da hoch. Den kannst du dir holen. Kann ich mich gucken, dass ich hier mich in die Richtung bewege, in die wir eigentlich hin sollen. Während er da oben
sich mal kurz einen holt. Da ist noch einer. Fass! Nam, 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 nam. Hö, praktisch. Das weiß ich auch als Haustier. Ich sage ja, fass! Der Autofahrer da vorne nervt. Fass! Einfach weg damit. मैं प्रार्थना के पहियों के साथ बड़ा हुआ हूं लेकिन इनको देखकर ऐसा लगा कि ये देवताओं के लिए बनाए गए हों वो इतने बड़े थे Und lauf jetzt mal nicht lang. Wo willst du denn hin? Bleib hier. Schnuckibutz. Na gut. So geht's natürlich auch. Wir müssen einmal nach rechts, einmal nach links. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Das ist wieder unsichtbar, sehr schön. Oh, das ist eine Menge. Ich hoffe mal, dass ihn einen so erwischt, während der andere ihn dann nicht sieht. Ja, sieht gut aus. Den kannst du gleich als nächstes holen. So, und der Rest sollte hoffentlich nicht notwendig sein. Schleich mich jetzt erstmal hier hoch. So, was mache ich jetzt hier? An dem Ding drehen oder was? Auf der anderen Seite. Ah ja, das hier. Drehen wir das Ding nochmal eine Runde. Ein Brummkreisel. Da ist aber gleich schwindelig. Kotztüte voraus. Oh, mein Tiger hat schon ein bisschen sich verletzt. Mal also gucken, dass wir ihn gleich ein bisschen hier wegbringen. Nicht, dass er sich gleich nochmal irgendwie dadurch auseinanderschrauben lässt. Okay. Da ist er wieder. Er sieht auch wieder relativ gesund aus. Schönes Gebüsch. Ja, ich will noch nicht klettern. Ruhig. Ruhig, Brauner. Oder Weißer in dem Fall. Ruhig, Weißer, ruhig. Kriegst du gleich noch was zu futtern. Den da zum Beispiel. Den ich fast gesehen hätte. Aber nur fast. So, der frisst jetzt erstmal einen Einlad. Sehr gut. Da sind noch zwei andere. Bist du direkt dran? Zack! Einmal schön gekratzt und direkt war er weg. Hervorragend. So gefällt mir das doch. So, da oben sind definitiv noch mehr. Das ist mir durchaus klar, aber ich will ihn ein bisschen unterstützen, weil das sind halt, wie gesagt, mehr als einer. Du kriegst den. Und ich nehme den anderen. Zack! Den Kopf brauchst du nicht mehr. Den auch nicht mehr. Noch einer? Durch den Brustkorb. Direkt mal, wenn er auf dich zustürzt. Zack! So, den hat er ja. Alles klar. Sehr schönes Teamwork. Mal, kommt noch einer. Verstecken hilft nichts. Hab ich trotzdem. Gibt das eigentlich XP oder so? Weiß ich nicht. Hat jemand Spaß gemacht. So, dann drehen wir jetzt mal den Brummkreisel nochmal. Damit wir ein Spiel, schönes Spielzeug haben. Ich auch nicht. Ja, du bist so ein Süßer. Ja, du bist ein Süßer. Oh, ich will dich so geknuddeln. Gut, dann laufen wir jetzt mal da hoch. Gleich in der nächsten Episode geht's weiter.